Grüezi wohl, ein herzliches Willkommen hier zu Reinis Zeitgedanken. Es ist Mittwoch und wir schreiben schon wieder den 1. Februar. Ein neuer Monat beginnt und viele merken und spüren es, wie schnell die Zeit in das Land läuft. Ja, mancher erschrickt sogar und sagt, das kann es doch gar nicht alles geben. Doch, wir sind im Februar und wir sind auch heute Morgen wieder dabei, uns Losungen und Lehrtexte anzuschauen, die uns natürlich für jeden Tag etwas mit auf den Weg geben wollen. Schauen wir doch hinein und lesen diese Texte. Da heißt es beim Propheten Sacharja: Kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich zu euch umkehren. Und im 2. Petrus heißt es: Der Herr hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jemand zur Buße findet. Beide Texte sprechen davon, dass Buße getan werden muss, dass umgekehrt werden muss und dass natürlich auch aufgefordert wird, wirklich die Richtung zu ändern. Und viele Menschen haben mit solchen Texten Schwierigkeiten und sagen, so schlecht bin ich doch gar nicht, habe doch gar nicht so viel getan. Warum sollte ich jetzt umkehren? Warum sollte ich meinen ganzen Lebensentwurf verändern, der doch gelaufen ist, der mir doch Gutes gebracht hat? Wenn wir in die Zeit damals reingucken, 500 vor Christus bei Sacharja oder aber auch im 2. Petrusbrief, dann gab es auch dort natürlich Menschen, die ihren Tagesablauf ganz normal gestaltet haben und die Dinge bewegt haben. Sie hatten gar nicht manchmal so große Möglichkeiten, aus diesem Schema auszubrechen, wie wir heute auch. Wir gehen zur Arbeit, wir müssen das verrichten, was man uns sagt. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, wenn wir dann wieder von der Arbeit kommen. Wir haben noch ein kleines Fenster für uns selbst und dann fragen wir uns immer, wenn diese Texte auf uns einstürmen, ja, warum sind wir denn so schlecht? Wir sind doch eigentlich Menschen, die alles bedient haben, die nach den Gesetzen gelebt haben, die versucht haben, fleißig zu sein und die dann noch darüber hinaus versucht haben, für die Familie da zu sein und für die Kinder da zu sein. Und da können viele Menschen überhaupt nicht verstehen, wieso sie dann aufgrund solcher Bibeltexte vorgehalten bekommen, also wenn ihr euch nicht verändert, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht anderes tut, dann wird es euch schlecht gehen. Und dann legt man die Bibel gerne beiseite und sagt, na, das Buch hat mit meinem Leben ja sowieso nichts zu tun, ich habe doch gar keine Chance. Ich denke, das ist weit gefehlt, denn gerade weil wir so brave Bürger sind, weil wir das alles mittun, weil wir uns in die Gesetze fügen, weil wir Macht delegieren, weil wir zugesehen haben und auch schon damals wie immer die Mächtigen ihre Spielchen treiben und für sich alles beanspruchen und das Volk eigentlich mehr als Sklaven oder als billige Arbeitskraft ansehen, weil wir das halt mitgetragen haben, sind wir natürlich auch an ganz, ganz vielen Dingen schuldig geworden. Schuldig geworden, wenn die Umwelt zerstört wird. Schuldig geworden, wenn wir Gesetze durchwinken oder durchlassen, wenn wir irgendwelche Abrodungen vornehmen oder in diesem Sinne Dinge angehen, die die Welt wirklich zerstören. Das hat noch gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, da wissen wir, dass er ja erlogen ist. Aber dass wir uns einfach mal ein ganzes Stückchen das ins Bewusstsein rufen, wir sind indirekt, auch wenn wir so brave Bürger sind, natürlich mitschuldig bei dem, was tagtäglich auf dieser ganzen Welt passiert, weil wir eben nichts dagegen tun. Aber das ist hier auch nicht nur gemeint, sondern das Größte ist eigentlich, oder das Wichtigste ist eigentlich, dass wir über diese Pflichten Gott vergessen. Und das gab es damals und das gibt es heute auch, dass viele sagen, ich habe ja genug zu tun mit meiner Arbeit, mit meinen Aufgaben, ich habe nicht noch Zeit, in die Kirche zu gehen. Und Gott, ja, wer ist Gott? Man beschäftigt sich eigentlich nicht mehr mit ihm. Das sehe ich auch heute, dass in unserer Zeit sich wenig Menschen umkehren und sagen, wir sollten uns wieder an Gott wenden, wir sollten uns von Gott bestimmen lassen. Und wenn wir das nämlich tun würden, dann würde augenblicklich das passieren, was ich am Anfang bemängelte an unserem Lebensstil, dass wir nämlich plötzlich Verantwortung übernehmen würden und sagen würden, wir haben ja die Verantwortung, wir sind ja diejenigen, die auf dieser Erde die Erde bebauen und bewahren sollen und warum tut man es nicht?
Wir sehen, dass die Gottvergessenheit etwas mit unserem Leben zu tun hat, mit dem, wie alles draußen läuft, und dass die Globalisten so stark werden konnten, wie sie jetzt sind, dass sie Kriege anzetteln überall auf der Welt, dass sie uns vernichten, dass sie uns in den Untergang treiben wollen. Das hängt mit unserer Duldung zusammen. Die Obrigkeit kann eigentlich nur das vollziehen oder das auch tun, was das Volk duldet und erduldet. Und hier ruft der Prophet und aber auch der zweite Petrusbrief dazu auf, umzukehren, sich wieder zu Gott zu wenden und von dort her das Leben zu bestimmen. Und es ist nicht umsonst, dass die Christen über die Jahrtausende hin verfolgt worden sind, weil nämlich Christen plötzlich sehen, dass sie Verantwortung haben, dass sie mittun müssen, dass sie ja mitschuldig wären, wenn sie einfach nur ihr Leben so gestalten, wie ich es am Anfang erzählt habe. Das, was hier berichtet wird, war gedacht für die Zukunft, nämlich wenn Christus wiederkommt, und wir wissen, dass es jetzt wohl möglich sein wird, dass sich Christus nicht für immer hier zeigt, sondern aber wenigstens kurz zeigt. So hat es ja Irrmeier gesagt, dass dann auch der Letzte sagt, oh, es gibt doch einen Gott. Und müssen wir es bis dahin so laufen lassen? Nein, ich denke, es wäre ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass wir jetzt noch eine Chance haben, der Umkehr. Und da kommt das nämlich von dem zweiten Petrusbrief ins Gewicht, dass er Geduld hat mit uns. Warum lässt er uns so lange leiden? Warum lässt er diese anderen Macht so langen, freien Lauf, dass wirklich noch der Letzte die Chance bekommt zu sagen, so, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es begriffen, dass nicht nur Corona, sondern die ganzen Kriege, die Inflation und die Zerstörung der Wirtschaft, alles zusammenhängt, und zwar aufgrund unseres Lebensstiles, den wir wenigstens gebilligt haben. Natürlich hat es diese große Macht, die Globalisten und die anderen haben es vollzogen, und sie schreiten weiter voran, weil wir eigentlich, ja, uns nicht an Gott wenden, sondern meinen, wir könnten es aus unserer Kraft so schaffen, dass wir uns vielleicht abducken oder mit ein paar Demonstrationen bewerkstelligen können. Ich glaube, es braucht viel, viel mehr eine Umkehr in der Gesinnung hin zu diesem Glauben. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen oder Schnee falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ja, ich wünsche uns allen auch zu diesem 1. Februar einen gesegneten Tag. Es sind zwei harte Worte, die uns zur Umkehr aufrufen. Aber ich muss eben immer doch auch wieder das Evangelium predigen. Ich kann mich davor auch nicht drücken. Und die Wahrheit ist also diese, dass wir doch einmal versuchen sollten, unseren Weg zu ändern, und zwar zu Gott hin. Dann würde sich vieles, sehr, sehr vieles verändern und besser ausrichten. Und vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Gott hat uns zugesagt, er hat Geduld. Also nehmen wir die Zeit heute und jetzt und warten nicht auf morgen. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund. Lassen Sie Gott über sich wachen. Einen wunderschönen Tag und eine gute zweite Wochenhälfte wünscht Ihnen Ihr Reini hier aus Appenzell-Innerrhoden von den Zeitgedanken. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein oder teilen Sie diesen Stream, damit auch andere diese Botschaft vernehmen können. Auf Wiederluege! Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar.
Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.